Der Herr sei mit euch. Der Herr sei mit dir. Der Herr segne dich. Es scheint, als ob Israels Hungersnot endlich vorbei ist. Nicht jeder hat sich erholt, Boas. Es sind viele wieder zum Ehrenaufsammeln gekommen. Gott hat uns etwas mehr gegeben, als wir brauchen. Sollen wir den Segen nicht mit den Nachbarn teilen? Ja. Und der Weizen ist fast reif, den werden wir auch bald ernten können. Nathan, wer ist die junge Frau da drüben? Ach, das ist eine junge Moabiterin, die mit Naomi zurückgekehrt ist. Ich hörte, ihr Name sei Ruth. Das ist also Ruth. Nathan, sie soll um den Wagen herumsammeln. Dann ziehst du ein paar Ähren aus den Garben und lässt sie mit Absicht für sie fallen. Und sorge dafür, dass die Männer sie in Ruhe lassen. Aber da sind Dutzende von Ährensammlerinnen. Was ist so besonders an dieser? Tu, was ich sage, und sei ja freundlich zu ihr. Ihr Leben ist schwer genug gewesen. Was haben wir? Schnorchel? Check. Sonnencreme? Check. Saubere Socken? Zwei Paar reichen. Doppelcheck. Es wird heiß am See, also grün oder blau? Na, beide kommen mit. Ah, deine Großtante! Du beulst den Koffer aus! Leute, ich bin's nur. Wir dachten, du bist Isobel, die Großtante von Chris. Die Dame da unten? Ja. Glaub mir, die ist echt durchgeknallt. Ja, sie denkt, ich wäre ein Kühlschrank. Ja, das ist durchgeknallt. Ich arbeite an einer Idee, um euch zu erfrischen, wenn wir am Wochenende am See sind. Teste mein gesmolaktisches Supereis in 73 Geschmacksrichtungen. Und warte, ich kann das in Supergeschwindigkeit. Die Treppe! Oh, du Schreck! Nicht loslassen! Christopher, dein Kühlschrank ist schon wieder hinter mir her. Ich bin kein Kühlschrank. Verzeihung, Tante Isobel, es war ein Unfall. Gizmo wollte dir nichts tun. Oh, komm her, Süßer. Nein. Wie schön. Wir sehen uns dieses Wochenende, Christopher. Und lass den Kühlschrank zu Hause. Mama, was soll das heißen? Nun, deine Tante braucht Hilfe beim Malen und im Garten. Sie braucht einen starken Jungen wie dich, der hilft. Mama, ich fahre mit Joyce' Familie an den See. Das war dieses Wochenende? Oh, Chris, tut mir leid. Ich hab's vergessen. Mama, sie glaubt, dass ich zu ihr komme? Können du und Dad ihr nicht helfen? Tut mir leid, Chris. Ich hab die Termine durcheinander bekommen. Ich zwing dich nicht zu fahren. Hm? Du darfst das entscheiden. Niemals werde ich das Wochenende mit harter Arbeit bei meiner Großtante verbringen. Super, Boo! Oh, und ich hab den halben Tag vergeudet, Eis zu crashen, um euch Eis zu machen. Ich bringe euch zu einer Frau, die alles gegeben hat, um ihrer Familie zu helfen. Schnell, verstecken! Geh, wo sind wir diesmal gelandet? Laut meiner Geosensoren sind wir außerhalb Bethlehems gelandet, im 12. Jahrhundert vor Christus. Nathan! Ich suche die Moabiterin Ruth. Sie ist nicht mehr bei den Ehrensammlerinnen. Ich werde gleich nach ihr fragen. Giz, was sind das, Ehrensammlerinnen? Laut meiner Datenbank sind Ehrensammler sehr arme Menschen, die nach der Ernte die Felder nach liegen gebliebenen Ehren absuchen. Sammeln?
Hört sich für mich nach Stehlen an. Chris, nicht so laut. Ich bin dafür, dass wir so schnell wie möglich abhauen. Ich will meine Sommerferien nicht hier mit diesen armen Menschen oder was die sind verbringen und Ähren sammeln. Chris. Hä? Ich hab's nicht so gemeint, nein. Wir sind arm. Wir arbeiten alle hart, um unsere Familien zu ernähren. Ich bin Ruth. Kommt, ihr könnt mit uns sammeln. Sie ist die, die der Boss vorhin gesucht hat. Hä? Siehst du, habe ich dir gesagt. Er ist definitiv sauer, dass sie sein Korn klaut. Warte es nur ab. Wieso müsst ihr das machen? Naomi. Wer ist Naomi? Naomi hatte zwei Söhne. Ich habe den einen geheiratet, Oprah den anderen. Doch beide Söhne starben. Und da Naomis Mann schon vor Jahren gestorben war, blieb keiner mehr übrig, der sich um sie kümmerte. Sie entschied sich, nach Bethlehem zurückzukehren, wo ihre Familie ursprünglich herkam. Meine Schwägerin und ich wollten sie dorthin begleiten, aber sie hielt uns auf. Wollt ihr nicht zu euren eigenen Müttern nach Hause gehen? Möge der Herr jeder von euch einen neuen Ehemann und ein eigenes Zuhause geben. Meine Schwägerin kehrte in ihre Heimat zurück, aber ich blieb bei Naomi. Wohin du gehst, will ich auch gehen. Und wo du lebst, will ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Als ich Naomis Sohn heiratete, wurde sie zu meiner Familie. Und wohin sie geht, gehe ich auch. Ja, in der Familie achtet man aufeinander. Ja. Oh, sieht so aus, als hätte der Boss Ruth gefunden. Er wird denken, dass wir ihr beim Klauen helfen. Mein Herr. Wenn du Getreide sammelst, gehe nicht auf die Nachbarfelder. Bleibe bei den anderen Frauen, auf meinem Feld. Und wenn du durstig bist, bediene dich von dem Wasser aus dem Brunnen. Womit habe ich solche Freundlichkeit verdient? Ich bin nur eine Fremde. Ja, das weiß ich. Aber ich weiß auch, was du alles für deine Schwiegermutter seit dem Tod deines Ehemannes getan hast. Ich habe gehört, dass du deine Mutter und deinen Vater verlassen hast, um hier unter völlig Fremden zu leben. Ich bete zum Herrn, dem Gott Israels, dass er deine Taten reich belohnen möge. Mein Herr, ich danke dir, dass du so freundlich zu mir bist. Es ist Essenszeit. Komm mit und bediene dich an den Speisen. Der Mann, auf dessen Feld ich heute war, heißt Boas. Boas? Ich kenne ihn. Er ist einer meiner Verwandten. Er hat sich den ganzen Tag um uns gekümmert und er war nett und freundlich und großzügig. Großzügig? Wenn er das gewesen wäre, hätten wir jetzt was Fertiges zu essen und nicht nur Zutaten. Boas hat gesagt, ich dürfe jederzeit auf sein Feld zurückkehren, bis die gesamte Ernte vollendet ist. Gut. Tu, was er gesagt hat, meine Tochter. Bei ihm wirst du sicher sein. Für die Zukunft von Ruth hat Gott einen Plan. Es ist viel zu heiß, um so hart zu arbeiten. Und die heiße Luft aus deinem Mund macht es nicht besser. Vielleicht möchtest du dich mit einem gizmolaktischen Supereis erfrischen. Du da! Was tust du denn da bei den Frauen? Komm sofort vom Baum runter. Was soll das? Der hat genau die richtige Größe. Die richtige Größe wofür? Ey, lass mich runter! Wenn die beiden sich darum kümmern, muss er hoffentlich endlich richtig arbeiten. Ich behalte ihn im Auge. Vielen Dank für deine Hilfe, Joy. Gern geschehen. Es war so freundlich von euch, dass wir bei dir und Naomi übernachten durften. Dass wir beim Sammeln helfen, ist ja wohl das Mindeste. Ich hätte gern noch ein Supereis, bitte. Kommt sofort! Ach, vielen Dank. Hä?
Hey! Das machst du also die ganze Zeit? Spaßrunden drehen auf diesem Schlitten. Es ist ein antikes Erntegerät, mit dem man die Spreu vom Weizen trennt. Reg dich ab, Joy. Ich mach nur das, was mir die beiden gesagt haben. Aber du hilfst nicht richtig damit. Hey, Joy, ich weiß was. Wie wäre es mit einem gismolaktischen Super-Eis? Du begreifst das nicht, oder, Chris? Begreifen was? Wie hart Ruth arbeitet, wie sehr sie für ihre Familie sorgt. Sie hat alles zurückgelassen, als sie hierher kam, nur damit Naomi nicht allein ist. Sie waren so nett zu uns und du rührst nicht den kleinen Finger für sie. Weh. Genau wie bei deiner Tante Isobel. Immer dasselbe. Chris Quantum kommt zuerst. Du bist manchmal so egoistisch. Hey! Gizmo, bin ich egoistisch? Wir haben ihr ein Super-Eis angeboten. Genau, und so dankt sie es mir. Ich bin nicht egoistisch. Bin ich nicht. Morgen ist der letzte Erntetag. Ja, und es war besonders nett von Boas, dass er erlaubt hat, dass du die ganze Ernte über hast sammeln dürfen. Ruth, es ist an der Zeit, dass ich für dich einen Ehemann finde, der für dich sorgt und dir ein Zuhause ein bietet. Ein Ehemann? Einen Ehemann? Ein Ehemann? Heute Abend wird Boas auf dem Dreschplatz die Spreu vom Weizen trennen. Tu bitte, was ich sage. Lege Rosenwasser auf und zieh dein schönstes Kleid an. Dann gehst du zum Dreschplatz. Aber er darf dich erst sehen, wenn er mit Essen und Trinken fertig ist. Er wird dort übernachten, um seine Ernte vor Dieben zu schützen. Merke dir die Stelle, wo er sich hingelegt hat. Wenn er eingeschlafen ist, decke seine Füße auf und lege dich dazu. Bleib dort und alles Weitere wird der Boas schon sagen. Sieht so aus, als hätte Ruth Boas gefunden. Jupp, und es sieht so aus, als hätte ich den perfekten Platz für ein Nickerchen gefunden. Weckt mich, wenn was Interessantes passiert. Wer bist du? Ich bin deine Dienerin Ruth. Breite bitte deinen Gewandsaum über mich, denn du bist ein naher Verwandter von mir. Was macht sie denn da? Ruth folgt einem uralten israelischen Brauch. Wenn ein Mann eine Frau heiraten möchte, bedeckt er sie mit seinem Gewand. Sie ist dann seine Braut. Sie macht ihm einen Heiratsantrag? Ja, sieht so aus. Gott segne dich. Jetzt zeigt sich, wie treu ergeben du deiner Familie bist. Du hättest nach einem Jüngeren Ausschau halten können, aber das tatest du nicht. Es stimmt, dass ich einer der Verwandten bin, der sich um dich kümmern sollte. Aber da ist jemand, der noch näher mit dir verwandt ist. Bleib hier bis zum Morgen. Bis dahin finde ich heraus, ob er derjenige ist, der willens ist, sich um dich zu kümmern. Hm? Er will sie also nicht heiraten? Aber er hat doch gesagt, dass er sich um sie kümmern will. Wenn er nicht will, schwöre ich, so wahr der Herr lebt, dass ich es tun werde. Nun schlafe hier bis zum Morgen weiter. Wow, das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Hättest du das etwa, Chris?
Nun, Boas hält sich genau an den Brauch. Und wenn der andere Verwandte sich um Ruth kümmern will, dann... Dann darf Boas die gute Ruth nicht heiraten. Dabei hat er so viel für sie getan. Und wie sehr er sich um sie gekümmert hat. Joy, wach auf! Ruth will gehen! Chris, wach auf! Wir müssen gehen! Okay, ich folge dir auf den Fuß. Ja. Ruth, was ist passiert? Wirst du ihn jetzt heiraten? Ich weiß es noch nicht. Sei geduldig, meine Tochter, bis wir erfahren, was geschehen wird. Der Mann wird heute nicht eher ruhen, bis alles geklärt ist. Hör auf, das kitzelt. Nathan, du musst dich heute um die Felder kümmern. Ich habe was Dringliches in der Stadt zu tun. Ja, mein Herr. Wir werden heute alles besprechen. Was ist hier los? Boas hat die Ältesten zusammengerufen, aber keiner weiß wieso. Naomi ist aus Moab zurück und will das Land ihres verstorbenen Ehemannes verkaufen. Du bist sein nächster Verwandter und hast das erste Recht, es zu kaufen. Wenn du es willst, kannst du es jetzt kaufen. Ich will es kaufen. Aber nein! Nun, wenn du es von Naomi erstehen willst, musst du auch ihre Schwiegertochter Ruth zur Frau nehmen. Aber doch eine schöne Sache. Dann kann ich das Land nicht kaufen, denn ich habe schon eine eigene Familie zu versorgen. Du kannst es selbst kaufen. Gut, eine sehr weise Entscheidung. Er hat wohlgetan. Ihr seid Zeugen, dass ich das Land von Naomis Ehemann gekauft habe und einverstanden bin, Ruth, die Moabiterin, zur Frau zu nehmen. Was ist das? Das, meine Liebe, sind die Klänge von Ruths Hochzeitsfest. Wow! Wer sind all diese Leute? Das sind Arbeiter, Dorfbewohner und Freunde. Alle lieben Boas wegen seiner Treue und Freundlichkeit. Sie sind gekommen, um mit ihm seine Hochzeit zu feiern, wie eine große Familie. Happy Ends.
Stellt euch vor, wäre Ruth nicht mit Naomi gekommen, um zu helfen? Hätte sie nie Boas gefunden. Und sie hätte auch das alles verpasst. Ich habe so ein Gefühl, dass du dieses Wochenende nicht mit an den See kommen wirst. Nein, diesmal nicht. Gizmo und ich müssen eine Überraschung planen. Versuch ja keine üblen Späßchen, Blechmann. Wir sind fast da. Glücklicherweise. Christopher, deine komische Maschine versucht mich zu entführen. Oh nein, nicht schubsen. Behalte deine Blechhände bei dir. Alles klar, Tante Isobel. Du kannst jetzt deine Augenbinde abnehmen. Oh, meine Güte. Gefällt es dir? Das habt ihr alles für mich gemacht? Gizmo und ich wollen gern mit dir feiern, dass jetzt Sommerferien sind. Und Giz hat die alte Musik geladen, die du so magst. Oh, du bist gar kein Kühlschrank. Du bist eine eisherstellende Musikbox. Na los, essen wir. Und Boas brachte Ruth in sein Haus. Und sie wurde seine Frau. Und Ruth bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Obed. Obed wurde der Vater von Isai und der Großvater von David, dem König von Israel. Zeiten und sehen die Vergangenheit.